Ich sitze hier mit Paul Voss und Theresa Botländer im schönen La Guardia im Baskenland. Wir sind hier gerade zusammen das Obea Gravel Rioja Alavesa gefahren. Mit 80 Kilometern und guten 1800 Höhenmetern haben wir den Tag verbracht. Erstmal, Theresa, du hast das gewonnen, Gewinnspiel von Orbea mit Gravel Collective und Paul Voss. Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Nee, ich habe noch nie an einem Gewinnspiel teilgenommen, aber Gravel-Touren habe ich schon häufiger gemacht, ja. Und wie geht's dir jetzt so, speziell nach den letzten Kilometern, die wir hier gefahren sind? Gut, es war eine sehr schöne Tour, aber die Höhenmeter waren schon ordentlich. So, der letzte Anstieg, wie fandst du den? Toll. Es gab ganz viele letzte Anstiege. Ja, stimmt. Wie hat dir die Strecke insgesamt gefallen? Ich fand sie sehr schön, die Stimmung war gut, die Aussicht ist super schön. Also hätte mir nichts Schöneres vorstellen können für so einen Samstag. Paul, wie hast du den Tag erlebt? Nimm mal das Mikro zu dir rüber. ja, ich fand ihn auch sehr interessant. Nee, hat viel Spaß gemacht mit der Theresa und mit dir, Felix, unterwegs zu sein. Schöne Gegend. Leider gab es keinen Wein. Wir hatten uns das ja irgendwie so ausgemalt, dass wir bei jeder Verpflegungsstation Rotwein bekommen. Aber war es dann leider nicht. Aber war trotzdem ganz nett. Mal so verglichen mit den anderen Events, die du so sonst fährst. Da bist du eher entweder deutlich schneller unterwegs, als wir das heute waren, wobei wir schon sehr schnell waren, oder deutlich länger. Bei Bikepacking-Events, weiß ich nicht, Badlands, was du gemacht hast, Bassajaun, was du gemacht hast zum Beispiel, oder auf den Kanaren. Wie würdest du das Event heute so im Vergleich einordnen? Ja, es ist halt ein Event gewesen und kein Radrennen. Von daher eher so quasi in der Gruppe Spaß haben, war angesagt. Und ich fand's angenehm, weil klar, bin ich jetzt irgendwie gewohnt, eher so im Rennmodus unterwegs zu sein. Aber es ist auch mal ganz entspannt, nicht immer Laktat irgendwie bis überall rausfließen zu haben. Aber ja, wie gesagt, fand's ganz nett. Wie hat euch das Event heute von der organisatorischen Seite her gefallen? Also wie das Event organisiert war insgesamt? Ich habe da nichts zu beanstanden. Also gestern kamen wir schon an, schön abends essen gegangen. Die Bikeübergabe war super. Und heute, es waren einfach so viele Leute von Orbea da, die sich irgendwie um unser Wohl gekümmert haben. Alle gute Laune, gute Musik. Von daher war gut organisiert. Ich war vor allem für so ein Gravel-Event sehr beeindruckt davon, wie viele Leute an der Strecke standen, um die abzusichern, um dir den Weg zu weisen und so. Wie hast du das gesehen, Paul? Ja, ich kenne das so schon auch aus den Staaten, aber ja, für Europa ist das eher ungewöhnlich, dass da so viele Leute sind, die irgendwie noch mithelfen. Von daher fand ich die Orga auch sehr, sehr gut und ja, wie Theresa schon gesagt hat, haben sich die Leute jetzt im Orbea echt auch viel Mühe gegeben und ich habe jetzt auch, keine Ahnung, ziemlich viele neue Mitarbeitende irgendwie kennengelernt. Ich kannte jetzt vorher auch nicht so viel bei Orbea. Von daher hat sich auf der Seite auch gelohnt, mal hier so ein bisschen mitzubekommen, wie die Firma irgendwie so drauf ist, wie die Leute drauf sind und ja. Apropos, du warst heute, Theresa, auf dem Orbea Terra unterwegs, Teil des Gewinnspiels. Wie hat es dir gefallen? Mega gut. Ich habe ja sonst einen relativ schweren Stahlrahmen und schön flink, schön wendig. Ich weiß nicht, also super schön leicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mal überlegen, wie ich ein fünftes Rad zu Hause hinbekomme vom Platz her. Und jetzt hätte ich von euch beiden gerne noch jeweils das Highlight des Tages. Was war so euer einer Höhepunkt heute bei der Geschichte, die so rausgestochen ist? Das Schaukeln auf dem Spielplatz. Zählt der Käsekuchen danach? Nein. Die Steigung tatsächlich vor dem zweiten Pausenspot, die war lang, aber es war irgendwie eine schöne Steigung. Von daher war gut, mal einfach drin zu bleiben, hochzutreten. Ja. Nee, aber also Scherz, also es war ja kein Scherz, war wirklich so das Highlight heute mit dem Schaukeln, aber muss sagen, die Natur hier und Landschaft ist schon ziemlich krass und beeindruckend. Aber ist dann auch so, dass du 80 Kilometer fährst und ist halt überall beeindruckend. Also ist schon ziemlich cool hier, ja. Ich fand es tatsächlich schwierig, weil du halt, es ist so eine,
es war so ein Tag, wo du eigentlich, wolltest du die Kamera gar nicht weglegen. Also du hättest hinter jeder Kurve wieder, oh, was ein schönes Bild, ich muss ein Foto davon machen. Also das fand ich schon sehr interessant. Theresa, du warst zum ersten Mal, glaube ich, hier, zumindest mit dem Fahrrad. Würdest du eine Empfehlung aussprechen für dieses Event? Kommst du nochmal wieder? Ja, wie heute Morgen haben wir schon überlegt, ob wir nächstes Jahr nicht irgendwie eine Biketour davor oder dahinter packen wollen, was ja auch dieses Jahr schon geplant ist. Also für ein Wochenende ist sicherlich nicht ohne, aber ich glaube, man kann das hervorragend mit Urlaub verbinden. Also ja, würde gerne nochmal kommen. Alles klar. Paul, wie siehst du das? Wäre das generell eher was für dich, sowas öfter zu machen, oder ist das eher mehr sowas Fun am Saisonausgang, wo es dann sowieso um nichts mehr geht? Ja, so ein Mix, ne? Also ich finde so, das passt zum Saisonende schon ganz gut, aber ich würde ja auch gerne Radrennen fahren, also hätte jetzt auch Bock hier im nächsten Jahr dann einfach, auch wenn es kein Rennen ist, aber natürlich fahren die vorne schon irgendwie immer schnell und geben sich die Kante, und nächstes Jahr hätte ich dann auch Bock, da mitzumachen, ja. Alles klar, dann vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein Gläschen Wein trinken, was wir auf der Tour nicht bekommen haben, und lassen das Event hier noch schön ausklingen.